Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Was geht heute ab? Heute seht ihr, wie mein Motorrad ein bisschen frisch gemacht wurde. Es wurde der Rahmen komplett sauber gemacht, der Motor wurde komplett revidiert und dann gibt es einen kleinen Bike-Porn. Und dann seht ihr, wie ich das allererste Mal wieder nach meiner Verletzung fahre. Also, habt ganz viel Spaß, bleibt am Ball, ciao! Machst du gut, ja, gute Arbeit. Halt mit der Zahnbürste. So mit übertreiben musst du nicht, Freundchen. Wird eh wieder dreckig. So, Bikebild Teil 2 geht weiter. Ich glaube, jetzt sind mittlerweile 2 Wochen vergangen oder so. Paket Nummer 1 ist da. Paket Nummer 2 liegt bei der Post. Ist verschwunden. Paket Nummer 3 wurde noch nicht losgeschickt. Hier ist Paket Nummer 1 und zwar probiere ich mal ein neues Fahrwerk aus. Mal gucken, wie das geht. Bauen wir erstmal einmal. Bis gleich. Hallo. Jetzt lass mal ein kleines Porn machen. Egal. Hast du TikTok? Hör mal auf, ey. Hör mal auf, TikTok zu machen. Und ordentlich schreiben. Ja, ihr habt so eine komische Unterlage. Geht nicht. Schönen guten Morgen. Hab gerade ein bisschen Krieg mit meinem Mechaniker gehabt, aber den habe ich gerade weggeschoben. Habt ihr gesehen, ne? Hey, Jungs, heute geht's wieder zum Fahren, ey. Erstmal Motorrad fahren seit meiner Verletzung. Mal gucken, wie das so klappt. Heute sind wir in Spremberg. Locke ist auch wieder am Start. Wir haben 10 Grad und er hat kurze Hose an. Dachte, es wärmer. Und Kahn haben wir auch mit. Steht sogar noch alles, ne? Also ausladen, umziehen und fahren! Jetzt kommt nämlich der Stiebe hier. Jetzt. Hast du noch? Ein bisschen Dreck drin von früher. Cool. Moin. Wie fühlt es sich an? Ist drinne. Ist drin. Fühlt sich gar nicht so schlimm an. Hätte ich schlimmer gedacht. Jetzt erstmal zumachen. Ich guck dir direkt. Schon eine Fangruppe, bevor ich das erste Mal gefahren bin. Oh, geil, Alter! Stiefel ist an. Jetzt schon Fans, bevor ich gar nicht weiß, ob ich fahren kann. Fans fürs Schuhe anziehen. Ist schon kalt, ne? Das ist schon kalt. Mit Pulli? Ja, ich fahre mit Pulli. Pulli, oder? Gute Hose hast du. Geil, oder? Sieht gut aus, die Hose. Das ist von 1800 noch. Hast du das selber eingenäht? Boy!
Die ist so weich, ja. Aber die hat keinen. Ich würde die gerne, dass sie hier trennt. Ja, ja. Und ja, die trennt aber hier und fängt hier an, ja, loszurollen. Ja. Und dann ist sie weich. Die ist nur weich. Ja. Ich würde gerne so einen harten Punkt und dann trennt sie. Fuß hält noch. Wie war's? Geil. Ah, anstrengend. Hat sich wie früher angefühlt? Nee, leider nicht. Aber ja, fast. Fast aber nicht. Nee, ganz geil. Fuß hält. Weit springen kann ich, aber wenn ich so in Linkskurven fahre und den Fuß zum Abstützen nehme, no, noch nicht. Gar kein Vertrauen da. Kannst du nur noch rechts rum. Speedway ist auch nur links rum oder Flattrack. Damn. So Gegenverkehr machen. Nee, wir machen ein paar. Ich habe ja ein neues Fahrwerk. Eigentlich komplett neues aufgebautes Motorrad, deswegen war der Fußbremshebel noch ein bisschen falsch eingestellt. Jetzt probieren wir ein bisschen was mit dem Durchhang vom Dämpfer umzustellen und so. Aber besser als gedacht auf jeden Fall. Ich hab gedacht, ich habe mehr Schmerzen. Geil, let's go! Mini löst jetzt nochmal ein bisschen den Lenkkopflager. Das Lenkkopflager. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so mit dem gesamten Motorrad lenke, dass ich nicht so lenken kann mit dem Motorrad. Und das Problem ist auch, dass ich ja überhaupt nicht fit bin. Ich müsste eigentlich fit sein, um sagen zu können, hey, der Motor ist das Fahrwerk. Ich habe ein komplett neues Fahrwerk, was ich noch nie gefahren habe von Mototech. Komplett neuer Motor, den ich noch nie gefahren habe, so wie er jetzt ist. Und eigentlich müsste ich fit sein, um Aussagen treffen zu können, aber bin unfit und treffe Aussagen. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Spaghetti hast du auch gehabt, Pasta. Ja, ja. Like vom Hasen gekriegt. War nur zu wenig. Ich hoffe, ihr habt nichts zu erzählen. Hab ich was zu erzählen? Ja. Ja. Mhm. Scheiße. Ein Loch drin. Nee, der Benzin aber raus. Nee, ich mach Diesel. Läuft er, der Trecker, oder? Das Training wurde unterbrochen. Ja, das sagt hier jetzt so bis 16:80 Uhr. Halt euch auf! Es regnet. Oh, jetzt es hört auf. Vielleicht. Hat hier noch ausgeregnet. Macht nicht so Spaß, ganz im Regen zu fahren. Ich hoffe, das hört gleich auf. Was hast du dazu, du Kameramann? Geile Pistole. Ja, die andere kleine, die finde ich. Und die? Muss man irgendwas drücken? Eins. Insta360-Kamera. Ich und Technik, Jungs. Das geht ab. Jetzt gucken wir uns das kurz an, was ich hier drei Runden gemacht habe im Regen, okay? Ist auch total clever, im Regen eine Helmkamera zu fahren. Oh hier, verbunden. Oh hier, 5 Minuten. Wie hast du das getestet? Machst du so? Komm von da und zieh nach da weg, 2 Minuten noch. Hey, ich glaube, die Kamera hat den Test bestanden, die nehme ich. Kaufen wir. Ja? Okay. Guck mal hier, ich habe sogar abgewischt. Habe einmal rübergewischt, damit wieder klare Sicht ist. I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. On the bench, on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Running up. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like, here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. I say the gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they burn me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't had a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids, if you won't take a lazy day. Wife, you want me to take a break.
I keep going till the paper straight. Then it's trips out to Montego Bay. If I take a job, bet I get it done. I said it before, I'm a 101. I just count some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock a tech. You want the chain, you better cop a vest. You want the check, but can you make it stretch? Abend. Guck mal, wenn ich so mache, da passiert nichts. Ich bin kaputt. Erstmal glaube 15 Minuten gefahren, zweite Mal 20 Minuten, jetzt 25 Minuten. Ich bin zufrieden. Schade, dass ich geregnet hat. Nice. Wie fandest du es? Geil. Du bist ein bisschen nass, ne? Bisschen, ja. Du hast meine Brille kaputt gemacht, Freundchen. Ich habe mir den Lenkerbaum meiner Hand angriff gemacht. Hier. Oh, wow. Oh, schön rausgerissen, Alter. Will der mich umfahren, dann passiert sowas, ey. Ich wäre gern länger noch gefahren, aber irgendwie... Haut mich in dieses Roller fort. Jetzt regnet es nicht mehr, oder wie? Das ist mir veräppelt. Du bist ein bisschen dreckig. Geil. Endlich wieder. Schön Sand in der Kümme. Geil. Ab nach Hause. Voll der geile Tag, voll schön, dass es jetzt nicht mehr regnet. Schade, dass es über den Tag geregnet hat. Aber ich fahr wieder! Voll gut, oder? Ja. Gehört dazu mit dem Regen, wa? Ja. Hätte besser sein können, aber hat Spaß gemacht. Motorrad ist top, ich meine, finde es echt besser als gedacht, ey. Wir müssen ein bisschen reinkommen, aber das, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Jetzt gucken wir noch den Star-Praktikanten hier zu, der mit meiner Enduro fährt. Den wir jetzt eine Weile nicht mehr gesehen haben. Oh, da hinten. Ja, fährt noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und beim nächsten Mal gibt es irgendeine andere Action, glaube ich. Oder Rennen-Action vielleicht schon. Ich könnte bereit sein fürs erste Rennen in 3 Wochen. Oder 2 Wochen. Oder bald. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.